Hallo und herzlich willkommen zum Whisky Club. Mein Name ist Thomas Thiemeyer und ich werde für die nächste Viertelstunde euer Gastgeber sein und euch ein bisschen etwas über Whiskys erzählen. Letzte Woche habe ich den Kilcarran Work in Progress 6 probiert, und zwar in der Sherry, in der Sherry-Fassung. Diese Woche ist jetzt ein Whisky dran, der in Bourbonfässern ausgebaut wurde. Work in Progress 6 Bourbon Cask. Die Distillerie Glengyle liegt hier unten in Campbelltown, ganz im Süden der Halbinsel Kintyre, und ist eine der letzten drei verbliebenen Campbelltown-Distillerien neben Glen Scotia und Springbank. Die Eigentümer von Springbank sind auch die Eigentümer von Glengyle und haben diese Distillerie im Jahre 2000 gekauft und wiedereröffnet. Und sie produzieren seit 2004 jetzt wieder regelmäßig Whiskys. Ihr wisst ja, ein Destillat darf sich erst Whisky nennen, wenn es mindestens 3 Jahre in Eichenfässern gelagert hat und gereift hat. Deswegen halt diese Zeitverzögerung zwischen 2000 und 2004. So, das ist jetzt also der Work in Progress 6. Ich hatte es bei dem Sherrywood schon gesagt, es gibt keine klare Altersangabe auf diesem Whisky. Aber man darf vermuten, da wir jetzt das Jahr 2015 schreiben und dieser Whisky 2014 auf den Markt gekommen ist, dass er Pi mal Daumen 10 Jahre alte Whiskys enthält. So, ich habe hier übrigens noch so einen kleinen Flyer gefunden, so ein kleines Heftle. Das habe ich bei dem ersten gar nicht gefunden. Steht aber auch nicht wahnsinnig viel Interessantes drin. Also es ist im Prinzip, sind es Tasting Notes, die da drin stehen. Leider nicht sehr viel über den Whisky selbst. Muss auch nicht unbedingt sein. Das Wichtige weiß man. In Bourbon wurde ausgebaut, in Ex-Bourbon-Fässern ausgebaut, nicht kühl gefiltert und ohne Zugabe von künstlichem Farbstoff. Alles sehr schön naturbelassen. Das begeistert mich, das begeistert auch andere Whisky-Fans, und ich finde, das sollte man durchaus unterstützen, zumal mir der Sherrywood sehr, sehr gut gefallen hat und diese Whiskys mit 40 Euro um den Pi mal Daumen auch nicht zu überteuert daherkommen. Manch einen mag natürlich dieses Work in Progress abschrecken. Das bedeutet ja so viel wie, es ist noch unvollkommen, es ist noch nicht ausgereift, es ist noch unvollständig, da kommt noch mehr. Aber schon bei dem Sherrywood habe ich gemerkt, das ist ein grundsolider, schön gemachter, auf althergebrachte Weise schön gemachter Whisky. Und sowas Ähnliches erhoffe ich mir jetzt bei den Bourbonwood auch. Ihr merkt, schöner Naturkorken, wie sich das gehört. Ja, glaube ich, ist ein bisschen großzügig gemeint gerade. Aber egal. Was soll's, man lebt nur einmal. So, Farbe. Etwas heller natürlich als der Sherrywood. Ich würde mal sagen, so ein Strohgelb. Helles, goldfarbenes Strohgelb. Was sagt die Nase? Sehr interessant. Ganz anders als der Sherrywood. Hier spürt man tatsächlich schon beim ersten Riechen eine zarte Andeutung von Rauch. Das war beim Sherry anders. Reife, grüne, frische Äpfel. Also hier liegt der Schwerpunkt ganz klar auf frisch und grün. Das war bei dem Sherrywood ein bisschen anders. Der hatte so diese etwas warmen, süßlicheren Aromen, die man bei Feige und Dattel und Honig und Kuchen findet. Also hier haben wir jetzt eine ganz andere Geschmackskomponente. Schöne Sache, ganz toll. Kräuter, und zwar, was sind das für Kräuter? Ja, ich würde sagen, irgendwie so süßliche Heidekräuter. Süßliche Heide finde ich da drin wieder. Sehr, sehr schön. Wenn man über so eine Heidewiese gelaufen ist in Schottland, der wird sofort wissen, was ich meine. Süße Blütenaromen. Sehr, sehr schön. Blumen. Bisschen Rosenwasser. Aber nicht ins Süßliche gehen. Ne? Also nicht, dass ihr mich falsch versteht. Das ist ein wunderbar ausgebauter Whisky, der ganz klar in die etwas trockenere, etwas würzige, säuerliche Note geht.
Also wenn ich sage Rosenöl, Rosenwasser, dann aber wirklich bloß ganz, ganz dezent. Und das Ganze schön eingebunden in einen zarten Rauch. Gefällt mir sehr, sehr gut. Aprikosen fällt mir gerade ein. Aprikosen. Ja, tolle Sache. Jetzt werde ich den mal probieren. Wow. Wow. Das ist eine Geschmacksexplosion, die man sich hätte gar nicht so vorstellen können, wenn man jetzt nur die Nase gehabt hätte. Das war beim Sherrywood übrigens ähnlich. Der war auch an der Nase zurückhaltend und hat dann erst am Gaumen so richtig alle Aromen freigesetzt. Und zwar mit Kraft, mit Power. Jetzt haben wir wirklich auch Zitrusfrüchte drin. Jetzt haben wir Limonen, Limetten, Orangenschale. Dann zarte Vanilletöne, nicht zu viel, zarte Eiche. Sehr mild, sehr zurückhaltend von der Eiche her, aber Nüsse kommen jetzt im Abgang. Walnüsse, grüne Walnüsse. Das ist schön. Also ich habe es ja schon mal an anderer Stelle erwähnt, für Leute, die jetzt anfangen mit Whisky und sich gar nicht vorstellen können, dass man solche Aromen aus einem Gläschen Whisky herausriechen kann, die sollten tatsächlich sich mal überlegen, ob sie mal systematisch anfangen, sich so einen kleinen Geruchskatalog zuzulegen. Also einerseits natürlich in Form von Whisky, dass man mindestens eine Flasche hat, besser zwei, drei oder vier, wo man mal vergleichen kann. Aber auch tatsächlich, dass sie systematisch rangehen und sich mal Gewürze zu Gemüte führen. Einfach Gewürze zum Beispiel aus dem Backregal oder sich einfach mal Früchte, einen Apfel frisch anschneiden, daran riechen oder mal ein bisschen an der Orangenschale kratzen, daran riechen und das Ganze abspeichern im Kopf. Denn man braucht Referenzen, um einen Whisky angemessen einschätzen zu können. Und man muss sich im Kopf so eine kleine Landkarte bauen, so einen Geruchskatalog und sagen können, das ist es nicht und das geht in die Richtung und das weniger und so. Gehört Erfahrung dazu. Also den Whisky-Verstand muss man sich im wahrsten Sinne des Wortes, ich sage jetzt nicht ersaufen, aber antrinken. Also das ist ein langer Prozess und je länger man da dran bleibt, desto intensiver und schöner wird es, was man dann tatsächlich aus so einem Whisky heraus destillieren kann, herausfinden kann. Und das ist eine Menge. Also das ist definitiv kein Einsteiger-Whisky. Das ist ein Whisky, der einem erfahrenen Whisky-Genießer viel, viel Freude bereitet, weil er unglaublich komplex ist, weil er aber nicht in eine bestimmte Richtung tendiert, sondern sich auch so von Mal zu Mal noch ein bisschen verändert. Ihr werdet merken, ich teste hier häufig Flaschen, bei denen schon ein bisschen was fehlt. Ich mache die Flaschen nicht vor laufender Kamera auf, und zwar aus einem einfachen Grunde. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass Whisky unter Einwirkung von Sauerstoff sich nochmal verändert. Und wenn man einen Whisky ganz frisch öffnet und der hat noch nicht viel Sauerstoff bekommen, dann kriegt man da häufig ein etwas verzerrtes Bild. Ich fahre besser damit, dass ich Whiskys öffne, mal ein bisschen was davon trinke und die dann stehen lasse, dass die Zeit haben, sich mit dem Sauerstoff in Verbindung zu setzen und dann häufig erst so ihr wirklich volles Potenzial ausschöpfen. Und das ist auch bei diesem hier der Fall. Das ist wirklich, das ist Campbelltown, das ist Springbank. Also das ist ganz klar und deutlich spürbar, dass hier Leute am Werk sind, die ihr Handwerk verstehen, die auch alles von Hand machen. Also die eine eigene Melzerei beispielsweise haben. Das haben nur noch ganz wenige Destillerien, die das per Hand alles noch machen. Ne? Dadurch sind die Whiskys manchmal ein bisschen teurer, aber ich finde, diese Handarbeit steckt drin. Das ist Qualität und die spürt man auch hier. Säure und Süße in perfekter Balance. Dazwischen eine leichte Pfeffrigkeit, Trockenheit, dann wieder Säure, dann wieder die Süße. Das ist ein Chamäleon. Das ist ein Whisky, der sich, während man ihn trinkt,
ununterbrochen auch auf der Zunge verändert. Und ich wette, wenn ich den jetzt stehen lassen würde und ihn in 5 Minuten nochmal probieren würde, würde er wieder ein bisschen anders schmecken. Ne? Also das ist tatsächlich, das ist was für erfahrene Genießer. Und ich kann nur euch ganz dringend ans Herz legen, euch eine Flasche von dem hier zu besorgen, solange es ihn noch gibt. Weil ich glaube, dass diese Work-in-Progress-Serie nur begrenzt verfügbar ist. Mit 40 Euro nicht teuer, aber es wird sie schon nicht mehr überall geben und es wäre eine Schande, den nicht probiert zu haben. Für mich ist das auch kein Work-in-Progress, für mich ist das Work-in-Perfection. Also das ist tatsächlich ein Springbank-Whisky, dem ich Top-Noten geben würde, ne? Lasst euch nicht von diesem komischen Etikett und von dieser hässlichen Farbe abschrecken. Besorgt euch den Bourbonwood, mehr noch als den Sherrywood. Der Sherrywood war gut, dem habe ich eine 89 gegeben. Dem hier gebe ich eine 91. Und damit ist er schon bei mir wirklich so in der ganz oberen Range mit drin. Tolle Sache, Glengyle. Gut gemacht. Ich werde auf jeden Fall beobachten, was aus dieser Destillerie als nächstes kommen wird. Vielleicht bringen sie ja irgendwann mal ein fertiges, gefinishtes Produkt raus. Vielleicht kommt aber auch der Work in Progress 7 noch, den ich mir dann sofort besorgen werde. Ihr werdet es hier im Kanal erfahren. Ich würde mich freuen, wenn ihr wieder mit reinschaltet. Und zwar könnt ihr hier den Kanal auch abonnieren. Dann bekommt ihr sowieso immer ganz automatisch die Updates zur Verfügung. Und ja, ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Danke, bis zum nächsten Mal. Tschüss.